Herzlich willkommen zu diesem Podcast aus aktuellem Anlass. Ich habe Christian Janisch hier bei mir. Er ist der Generalsekretär von Idealism Prevails, sozusagen auch der Vertreter des Herausgebers dieser Publikation, der Plattform, der unabhängigen Medienplattform. Mein Name ist Michael Karjalainen-Träger. Ich bin freischaffender Journalist und Publizist und schreibe regelmäßig beziehungsweise produziere regelmäßig auch Beiträge für Idealism Prevails. Und in den letzten Wochen hat sich einiges getan, nämlich einiges Unerfreuliche auch, was die Plattform betrifft, nämlich nicht die Plattform selbst, sondern unseren YouTube-Kanal. Da gab es zunächst einmal einen Strike für einen Beitrag, der vor 3 Jahren gelaufen ist und in der Folge dann weitere Einschränkungen. Christian, wenn du so lieb bist, du mal kurz schilderst, wie sich das so in den letzten Wochen abgespielt hat, da, was den YouTube-Kanal betrifft. Ja, hallihallo, auch von meiner Seite. Es hat, glaube ich, so etwa vor 4 Wochen begonnen, eben mit diesem Strike, auf den wir vielleicht später dann nochmal eingehen. Er hat so eine spezielle Geschichte. Wir hatten schon öfter Strikes in den letzten Jahren, vereinzelte. Es kam zum Glück nie zu diesem großen Drama. Wenn man 3 Strikes kriegt, fliegt man ja von YouTube runter. Dann wird der Kanal komplett gesperrt und gelöscht. Das ist halt das größte Problem, das man haben kann. Wir haben einen Strike diesmal bekommen und dann 2 Wochen später kam dann die Nachricht, dass der Kanal komplett demonetarisiert wurde. Das heißt, man kann keine Werbung mehr schalten, man hat keine Einkünfte mehr für die Videos, die man hochlädt. Und dann kam noch 3 Tage später eine weitere Einschränkung, dass wir nur noch 15 Minuten lange Videos hochladen können und noch einige kleinere andere Sachen, die eingeschränkt wurden. Relativ, wie gesagt, aus heiterem Himmel. Ich habe dann natürlich nachgehakt, was ist denn das Problem? Also zum ersten Mal wurde es begründet mit, das widerspricht unseren Richtlinien. Dann habe ich Einspruch erhoben. Das hat dann 2 Tage gedauert und darauf dann gekommen ist, durch Überprüfung hat sich an unserem Urteil nichts geändert. Es ist weiterhin so, dass ihr gegen die Richtlinien verstoßt. Allerdings wird nie, und das ist, glaube ich, so ein allgemeines Zeichen auf den sozialen Medien heutzutage, es wird nie wirklich erklärt, welche Richtlinien man genau gegen die verstößt. Da ist dann was mit Hassrede, kommt vor, und das Klassische, was man halt jetzt in den letzten Jahren aus der Diskussion kennt, auch quasi um die Diskussionen in der Europäischen Union zu diesem Thema. Das ist alles sehr allgemein gehalten, was wahrscheinlich kein Zufall ist, denn je allgemeiner man es hält, desto schwerer kann man gegen Einspruch erheben und auch vor Gericht sozusagen gehen. Was natürlich sowieso schwierig ist, weil vor Gericht gehen heißt halt sehr viele Kosten verbunden mit einem sehr ungewissen Ausgang. Ja, dementsprechend stehen wir jetzt vor der Situation, dass wir YouTube wohl verlassen werden, weil es gibt andere Plattformen, auf denen man weniger zensiert wird, sagen wir mal so, wo man vielleicht auch kein Einkommen bekommt, aber zumindest kann man dort noch in dem Maße seine Meinung kundtun, wie es, glaube ich, für alle verträglich ist. Wie gesagt, wir verbreiten keine Hassreden oder sonstiges. Wir verbreiten keine Verschwörungstheorien. Wir diskutieren über bestimmte Narrative. Das muss eigentlich möglich sein in einer freien Gesellschaft. Aber auf YouTube dürfte das immer ungerner gesehen sein. Vielleicht auch noch ein kleiner Einwurf. Wir hatten auch bei Facebook schon immer wieder in den letzten Monaten Probleme, wo auch Meldungen kamen, dieser Beitrag wurde entfernt, so irgendwie 3 Sekunden, nachdem man ihn hochgestellt hatte, auch wieder mit Verweis auf die Richtlinien. Ich wurde auch mal, glaube ich, für 48 Stunden gesperrt, aber das ist ein anderes Thema, lassen wir es mal weg. Ja, Bleiben wir mal bei uns, bleiben wir bei Idealism genau. Prevails und bei den diversen Ja, das Geschichten. heißt, Idealism Prevails produzierte seit 2016 Beiträge, also eigentlich jetzt Genau. schon 8 Jahre oder sogar länger. Und der YouTube-Kanal war, glaube ich, so viel ich weiß, von Anfang an ein Tool bei der Publikation. Ja, das heißt, da gibt es ganz viele Videos, ganz viele Podcasts, die verfügbar sind und die dann auch bislang in der Regel eben keine Probleme verursacht haben. Jetzt hast du von diesem einen Video erzählt, das sozusagen diese Kettenreaktion offensichtlich ausgelöst hat, warum auch immer. Und dieses Video ist aber 3 Jahre alt. Um was konkret ging es darin und was ist da genau passiert?
Das ist schon mal grundsätzlich spannend, weil normalerweise geht es relativ schnell bei YouTube, wenn man problematische Videos hochlädt, weil ja da im Hintergrund irgendwelche Algorithmen laufen, die die Videos überprüfen und dann Hallo schreien, da gibt es einen problematischen Inhalt und es wird gelöscht. Nach 3 Jahren kann man mal davon ausgehen, dass es das nicht ein Algorithmus war, sondern irgendwie anders, irgendwer anderes irgendwie draufgekommen ist. Der Inhalt des Videos war, ich habe mich 2020, 2021 rund um die Wahl in Amerika sehr stark mit dem Thema QAnon auseinandergesetzt. Das ist so eine sehr weit in Amerika und mittlerweile auch teilweise in Europa sehr weit verbreitete tatsächliche Verschwörungstheorie, dass es halt irgendwelche diabolischen Eliten gibt, die die Welt unterdrücken wollen und mit allen möglichen Methoden arbeiten und hinter denen angeblich ein gewisser Q steht, der halt das Ganze beeinflusst oder wie auch immer, wie sich die Leute das vorstellen. Und ich hatte da einen Wissenschaftler aus der Schweiz eingeladen, der sich quasi auch das Thema angesehen hat und aus stochastischer Sicht, also aus statistischer Sicht, durch Analyse von Foren untersucht hat, wer denn wirklich diese Person jetzt sein könnte. Denn es war, ja, gehen wir da nicht ins Detail, es war definitiv also keine Verbreitung von Verschwörungstheorien, was mir vorgeworfen wurde also quasi mit dem Verweis auf die Richtlinien von YouTube, dass hier Verschwörungstheorien verbreitet wurden, war definitiv nicht der Fall, denn genau das Gegenteil, weil ich halte diese Theorie auch für schwachsinnig, habe mich recht lang damit auseinandergesetzt, also da, ja, da ist in Summe auf jeden Fall nichts dahinter. Trotzdem wurde das Video gesperrt. Ich habe dann Einspruch erhoben und eine halbe Stunde später habe ich dann die Nachricht bekommen, ja, der Einspruch wird zurückgewiesen, also, wie man sich in einer halben Stunde qualitativ mit dem Inhalt auseinandersetzen will, weiß ich nicht. Aber ja, das war dann das endgültige Urteil und das Video wurde gelöscht. Also es wurde nicht nur quasi demonetarisiert, sondern komplett gelöscht, was eigentlich die härteste Variante ist. Ja, und ja, ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber de facto gibt es eigentlich nur eine Einspruchmöglichkeit bei YouTube und die nächste ist eigentlich dann schon vor Gericht bei Videos, also. Das heißt, diese Löschung des Videos hatte auch zur Folge, dass ein Strike ausgesprochen wurde. Das hieß in dem Fall, glaube ich, eine Woche durfte nichts hochgeladen und publiziert werden. Genau, bei einem Strike ist es eine Woche, bei zwei sind es, und dann kann man aber, glaube ich, noch Videos freischalten, die schon hochgeladen sind. Bei 2 Wochen, bei 2 Strikes hat man, glaube ich, 2 Wochen, dann kann man gar nichts mehr am Kanal machen. Und beim dritten Strike wird der komplette Kanal mit allen Videos gelöscht, man verliert alle Abonnenten und so weiter und so fort, was natürlich ziemliche Katastrophe ist. Da gibt es dann schon des Öfteren auch Rechtsstreitigkeiten natürlich, weil das für manche Leute natürlich die Existenz beendet. Es ist auch bei uns so, dass wir quasi, weiß ich nicht, zwischen 95 und 99% unserer Views sozusagen von unseren Zusehern über YouTube haben. Das heißt, das ist für uns auch die mit Abstand wichtigste Plattform. Ja, in dem Fall war es ja auch so, dass dieser Einspruch, den du erhoben hast, innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgewiesen wurde. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, steckt da überhaupt irgendeine menschliche Intelligenz dahinter, wenn das kontrolliert wird, oder ist das eine AI- bzw. KI-gesteuerte Geschichte? Wie schätzt du das eigentlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand da Zeit nimmt, das anzuschauen, nämlich beim Einspruch würde ich es mir wünschen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das passiert. Also so schnell, wir hatten in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Strike, so schnell ist es damals nicht gegangen, hat zumindest ein paar Stunden gedauert. Ich denke schon, mein YouTube spricht von Experten, die sich das ansehen, das kann man, glaube ich, vergessen. Also es kann natürlich mittlerweile auch schon eine AI sein, die schreitet ja momentan in Riesenschritten voran. Ich denke, bei den Fällen früher waren es schon wirklich Menschen, nur ich denke, da sitzt irgendein, weiß ich jetzt nicht, auf den Philippinen oder irgendwo auf der Welt jemand, der halt pro Video 3 € bezahlt bekommt von YouTube, um sich das anzuschauen und der macht dann halt Daumen hoch und Daumen runter und das ist dann das quasi, wie entschieden wird und erst wenn es dann wirklich vor Gericht gehen würde, dann würde sich das wahrscheinlich an eine Person ansehen, die halt auch dann sich wirklich kompetent damit auseinandersetzen. YouTube wird da jetzt nicht Unmengen an Geld reinstecken, wenn da jetzt jeweils ein Anwalt sich das anschauen müsste. Das kann sich YouTube, könnte sich YouTube vielleicht so leisten, aber die wollen sich es nicht leisten, ja. Ja. Das heißt, so einen Zwischenschritt tatsächlich da, vor einem Gerichtsverfahren noch eine intensivere Antwort zu bekommen, das Ja, ist das ist nicht möglich, schwierig. offensichtlich, so wie du das schilderst. Ja. Das Also ich heißt, denke, dass diese Kontrolleure haben ihre vorgegebenen Richtlinien, ja. auch wieder die von YouTube gegeben werden. Und wenn er da wahrscheinlich irgendwo drei Hackerl machen kann, dann wird das Video
demonetarisiert oder gelöscht, je nachdem, wie schlimm. Das war also der erste Teil meines rund 20-minütigen Gesprächs mit dem Generalsekretär der unabhängigen Medienplattform Idealism Prevails, Magister Christian Janisch, der zur aktuellen Situation von Idealism Prevails und dem YouTube-Kanal Stellung genommen hat. Warum wir hier unterbrechen, ist dem geschuldet, dass eine der Maßnahmen, die YouTube gesetzt hat, auch eine maximale Länge der Videos bzw. Audios von 15 Minuten ist. Und daher unterbrechen wir hier kurz und leiten weiter auf das zweite Video, wo dieses Gespräch fortgesetzt wird. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wieder hören.